Guten Morgen. So, da bin ich wieder zur Morgenroutine. Ja, wie ihr seht, es sieht ziemlich übel aus heute Morgen schon wieder. Nacht war so semi gut, genau. Ich habe schon angefangen, Öl zu ziehen, Zähne zu putzen, Deo anzuziehen, Haare zu machen, genau. Und deswegen gehen wir jetzt gleich zur Gesichtspflege. So. Als erstes wieder nass machen, dann der Cleanser. Morgens muss der überschüssige Talg, wo sich über Nacht gesammelt hat in der Haut, muss raus. Deswegen ist auch ganz wichtig, morgens auch die Haut richtig zu reinigen. Als nächstes wieder das Gesichtswasser, dass die Poren wirklich tief gereinigt sind und es erfrischt die Haut natürlich auch gleichzeitig. Ja, seht ihr, es kommt immer Dreck runter. Gell? Es ist echt so wichtig, dass man das macht. Dann kommt morgens das Hydro-Serum und das Ads Glow. Für strahlende Kraft und richtig Feuchtigkeit fürs Gesicht. Richtig einpassieren. Genau. Und dann kurz einziehen lassen, dass es alles weg ist. Ja? Dass es alles eingezogen ist quasi. Als nächstes kommt dann wieder das Eye-Serum für die schreckliche Nacht, wo keiner wissen braucht, dass man nicht die tollste Nacht hatte. Und wie schon gesagt, immer mit die Ringfinger auftragen. Auch auf dem Augenlid. Und leicht einklopfen. Und nicht zu feste, sonst wirkt es nicht mehr. Und dran denken immer am Jochbein, an dem Knochen unterm Auge. Quasi. Genau. Lassen wir das auch kurz wirken. Und dann kommt die getönte Tagespflege plus die normale Tagescreme als optimalen Dach fürs Haus. Und als optimale Pflege für deine Haut. So, und das am besten immer von außen nach, von innen nach außen. Wie Make-up eigentlich auch, gell? So. Da kann der neue Tag starten heute. So, jetzt kommt noch Wimperntusche.
Genau. Ohrringe und eine Kette. Und man ist gestartet für den Tag. Und schau jetzt mal, diese Gesichtspflegen dauern nicht lang. 5 Minuten morgens. Mit Zähne putzen, anziehen, Haare machen, vielleicht 10 Minuten. Gut, bei mir 10 Minuten, weil ich ja bloß einen Pferdeschwanz mache. Aber so. Jetzt passt's. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bei Fragen melde dich einfach. Ich freue mich auf dich.